Hallihallo, Hallöchen zusammen, Rupi hier. Schön, dass ihr wieder reinschaut. Tja, heute Morgen war ich unterwegs, ein bisschen einkaufen. Da sind mir diese beiden Eier begegnet. Kinder, Badespaß, ja. Badeüberraschung, Dino-Abenteuer. Ganz neu, habe ich noch nie gesehen. Und ich kann euch sagen, die Eier sind richtig, richtig schwer. Die gibt es in 4 verschiedenen Farben. Einmal hier in Blau, einmal in Rosa, in Gelb und in Orange. Ich habe aber nur die beiden hier mitgenommen, weil mich einfach interessiert, wie die Dinos darin aussehen. Ja, tatsächlich Dinos. Das heißt, wir haben es hier mit so Eier zu tun. So Soda-Eier, die sich im Wasser wieder auflösen. Und dann haben wir hier auch noch eine Dino-Figur mit drin. Ja, und ich sehe hier diesen Dino hier unten, ne? Roar. Und zwar einer von 6 Dinos zum Sammeln. Und wenn die so aussehen, dann sind es eher so Comic-Charakter. Ja, und das interessiert mich doch jetzt wirklich. Also hier haben wir 2 Geruchsrichtungen. Insgesamt, denke ich mal, gibt es dann 4. Das hier riecht so... Alter. Ich meine, klar, das ist auch ziemlich konzentriert. Ne? Wenn sich das dann in der Badewanne auflöst, dann riecht es wahrscheinlich nicht mal ganz so extrem. Aber man weiß nie. Also ich wollte es so nicht riechen. Es riecht halt so, ja, irgendwie so ein Billigduft. Keine Ahnung, so riechen auch Duftkerzen und so irgendwie. Ne? Das riecht irgendwie ein bisschen fruchtiger. Ja, das riecht irgendwie so, ich muss gleich niesen. Das riecht frischer. Also den Geruch hier würde ich definitiv bevorzugen. Wobei, wenn ich mir überlege, wenn meine Freundin so riechen würde, ich würde sie, keine Ahnung, beim Spaziergang in Fluss schmeißen, hauptsache sie ist weg. Ich könnte es auf die Dauer nicht ertragen. Ich werde beim Auspacken auch definitiv Handschuhe anschauen, weil ich will so nicht riechen. Dass da Kinder drauf abfahren, ja, kann ich mir gut vorstellen. Ist ja auch für Kinder gedacht. Da halt eben Kinderbadespaß. So, jetzt lasst uns das hier mal lesen. Was haben sie denn hier drauf geschrieben? Sprudelndes Bad mit fruchtig frischem Duft und Haut gesunder Rezeptur. Hautverträglichkeit dermatologisch bestätigt, mit Lebensmittelfarbe, mild reinigend und pflegend. Das Badewasser färbt weder Haut, Haare noch Wanne. Jo, das Sprudelei müssen wir wieder befreien, ist ja klar, dann ins Wasser legen und dann löst sich das hier auf. Das Wasser färbt sich ein bisschen blau. Je nach Belieben 10 bis 20 Minuten lang bei 35 bis 38 Grad baden, okay? Nicht geeignet für Kinder unter 3 Jahren. Jo, und dabei schlüpft dann auch noch unser kleiner Dino. Ich bin sehr gespannt. Steht hier was anderes? Hier steht sprudelndes Bad. Ah, mit fruchtigem Beerenduft. Ja, und hautgesunde Rezeptur. Ich bin, wie schon gesagt, sehr gespannt auf die Dinos. Ich kann euch sagen, die Eier, falls ich es nicht schon erwähnt habe, sind verdammt schwer. Ich kann das nur schlecht abschätzen, was die wiegen, aber die haben echt ein Gewicht. Da haben wir also einen Kopf, wollte ich das Ding hier nicht kriegen. Ja, da riechst du nicht nur Bärenduft, da siehst du auch noch Sternchen. Ja. Mit meinen dermatologisch getesteten Handschuhen, da fällt mir ein, ne? Alles an mir ist schwarz. Ich liebe schwarz. Warum habe ich eigentlich keine schwarzen Handschuhe? Oh mein Gott. Ja, was ein Fail. Muss ich mir besorgen. Ich schneide es mal hier unten auf ein bisschen. So, oh, das geht ganz leicht. Dann einfach hier aufziehen. So. Ist das doppelt eingepackt? Das ist doppelt eingepackt. Liebe Zeit, ne? Damit es nicht verduftet, ne? Ist klar. So, jetzt geht es auf, oder? Jetzt geht es auf. Ich habe hier eine Unterlage, weil ich denke mal, da wird ganz schön viel gleich hier wegbröseln. Ja, so ist es. Das war gut, lieber Rupi, das hast du gut gemacht. Also total bröselig und es riecht jetzt natürlich noch intensiver. Alter, Verwalter, boah, also, heieiei. Also danach riecht ihr garantiert mindestens eine Woche, ja, wenn ihr damit durch seid. So, einmal das blaue Ei, dann hier noch dieses rosa Teil. Schneid einfach mal hier so kurz quer durch. Okay, dann öffnen. So. Also das riecht total bärig. Hätte ich vielleicht doch noch die anderen beiden mal mitnehmen sollen, denn... Ja, also das riecht wirklich so nach dunklen Beeren. So Waldbeeren oder so irgendwie was, ne? So heißt es ja auch. Haben sie gut getroffen? Ja, okay. Ja, und die beiden Eier, die lassen wir jetzt mal hier kurz... ins Wasser, nicht in die Badewanne. Ich habe so einen kleinen Waschzuber, wo ich schon die
Dragons, Dinos hab schlüpfen lassen und da werden wir hier die Eier versenken. Bin ich mal gespannt, wie dolle die sprudeln. Ich hol mal kurz alles und dann sehen wir uns wieder. Okay, jetzt haben wir hier schönes warmes Wasser drin. Da würde ich meinen Hintern auch gern reinhalten. Ja, und jetzt fangen wir vielleicht mal an mit diesem rosa Ei und gucken, wie das sprudelt. Mal gucken, ol wir überhaupt irgendwas sehen. Warte mal, ich hole die Wanne ein bisschen näher. Das hier noch ein bisschen runter. So. Keine Ahnung, wie das schäumt. Schäumt das weiß? Dann sehen wir gar nichts. Und ich bin gespannt, wie lange das Ei hier braucht, um sich aufzulösen. Also, ich lasse es mal hier zu Wasser und wir schauen uns das an. Oh, das sprudelt wie verrückt. Ja, der Wahnsinn. Guckt euch das an. Genauso wie die Soda-Eier von den Saphiras. Und das Wasser dampft und färbt sich rosa. Wow, was für ein Vulkan. Ach du liebe Zeit. Hier dampft es wie verrückt. Das ist krass. Schade, dass es die Kamera gar nicht einfangen kann. Das ist ja der Hammer. Und hier riecht's, Leute. Hier riecht's. Alter Verwalter. Also ich lasse es hier noch ein bisschen sprudeln. Ihr seht schon, das Ei wandert. Jetzt haben wir es hier links im Bild. Und ja, wie halt ein Bad so aussieht. Also schaumig ist es nicht arg. Ja, hier schwimmen ein paar Schaumkleckschen rum. Alter Verwalter. Also gesund sieht es nicht aus, oder? Was meint ihr? Also, nee, gesund ist was anderes. Heilige Scheiße. Wenn da jetzt ein Zombie rauskrabbeln würde, das würde mich nicht verwundern. Ne? Aber wir kriegen ja hoffentlich einen niedlichen Dino. Boah, ich möchte da gar nicht. Oh, da schwimmt er. Da schwimmt er. Er guckt raus. Sieht man schon was? Ja, ne? Da guckt was raus. Ich sehe es gar nicht. Ich hocke nämlich, jetzt sehe ich's. Alles klar. Also es schäumt noch ein bisschen. Ich sehe hier irgendwie transparent und rot. Ist da ein Ei drin, wo dann der Dino drin ist oder was? Oder wie? Oder was wird es? So, jetzt, sorry, war gerade außerhalb vom Bild. So, Moment, ich werfe hier fast die Lampe um. So sieht es jetzt aus. Es ist tatsächlich so eine Hülle. Und da ist dieses Blubberzeug drin. Und da ist ein Dino drin und ein Zettel. Der ist ja winzig. Ach du liebe Zeit, der ist ja winzig. Das Ei hat sowas um die 2,99 gekostet, habe ich schon gesagt. Und ja, also das reicht ja zum Probieren, zwei von den Eiern. Wie schon gesagt, bin auf die Dinos gespannt, aber die scheinen extremst klein zu sein, um es mal so zu sagen. Also wie schon gesagt, die Brühe, ja, da kriege ich jetzt weniger Lust reinzusteigen. Klaro, in der Badewanne, da verteilt sich das noch ein bisschen mehr. Liebe Zeit, ist irgendwie noch ein Brocken abgefallen und blubbert wie verrückt. Krass. Aber unser kleines Ei im Ei scheint jetzt gepellt zu sein. Und ja, da kommt der Rest hoch und verblubbert. Alles klar. So, ja, schöne Plörre, ne? Dann haben wir hier auf jeden Fall dieses Ei. Das Ganze ist sehr schmierig. Klaro, Seifenwasser. Und ja, da haben sie irgendwie den Dino nochmal in eine Folie eingepackt. Also in dem Ei nochmal in Folie. Schauen wir uns gleich an. Ich löse jetzt erstmal noch das andere Ei hier auf. Moment. Und zwar das blaue. Was passiert, wenn blau zu rosa kommt? Na, wisst ihr schon? Ich weiß es. Lasst euch überraschen. Ich lasse es einfach mal kurz blubbern. Ja, und dann schauen wir uns den Inhalt hier an. Also das meiste ist hier Ei, beziehungsweise Brause, Soda, Zeug und das kleinste da drin ist der Dino. Das finde ich jetzt ein bisschen enttäuschend, wie klein der tatsächlich ist, ne? Aber naja, wir werden es uns anschauen und tschüss. Alter Verwalter, guckt euch das an. Heftig. Thank you.
So, jetzt wisst ihr auch das, ne? Rosa und Blau gibt eine extrem graue Plörre, nicht wirklich ansehnlich. Also in das Wasser würde ich sehr ungern reinsteigen, das kann ich euch sagen. Weil in unserem Abwasser sieht es nicht wirklich besser aus wie hier. Ne? Auf jeden Fall haben wir unser Ei extrem schmierig, extrem seifig. Ich werde es kurz unterm Wasser abwaschen und dann werden wir das auspacken. Und ich bin extrem gespannt, was für Dinos wir hier drin finden. Ja, zwei Stück haben wir. Sehen die gleich aus? Ja, wenn ich Pech habe, habe ich genau die gleichen erwischt. Wir schauen es uns jetzt an. Noch ein kurzer Blick auf das schöne Badewasser. Ne? Das ist doch einladend, wie es noch so nachblubbert. Ne? Horror, wenn er mich fragt. Das ist absoluter Horror. So, als ich die Plörre gerade ins Bad gekippt habe, hat es auch nicht besser ausgesehen. Ne? Es sieht aus, als ob hier genau die gleiche Figur drin wäre. Gut, dass ich nur zwei Eier mitgenommen habe. Also, ich finde es eine tolle Idee, so ein Blubberbad für Kids. Das macht Spaß, das finde ich absolut super. Und wenn dann auch noch die Figuren hier auftauchen und man mitspielen kann, finde ich eigentlich echt eine tolle Idee. Sehr enttäuschend ist halt tatsächlich die Größe von diesen Dinos hier. Ich dachte, da wäre noch irgendwie ein Beiheft dabei. Habe mich aber getäuscht, das ist wirklich einfach nochmal in Folie eingewickelt. Gut, dann beginne ich doch mal mit diesem Ei hier. Kann ich das einfach so rausziehen? Kann ich das aufpoppen oder wie? Oder was? So, jetzt ist es offen, genau. Und hier haben wir den Dino drin. Ach du grüne Neune, der ist ja wirklich, also winzigst. Guckt euch mal das, die Riesenfolie an. Und Achtung! Das ist der Dino. Oh Gott. Oh Gott, oh Gott. Ja, der ist ja goldig. Hier, sogar noch bemalt. Guckt euch das an. Der Hammer. Ja, so einen kleinen T-Rex soll das wahrscheinlich darstellen. Mit braunen Bäuchlein, riesen Gussnasen. Dann noch ein bisschen braun drüber. Schwarzer Streifen auf dem Rücken. Und die Augen haben sie auch noch schwarz getupft, zumindest war es halt ein Versuch. So sieht das Ganze aus. Ihr seht hier sogar noch eine Hautstruktur. Alter Verwalter, ist ja der Burner. Aber es ist halt wirklich winzigst. Pass mal auf, kann er stehen? Natürlich nicht. Ja, das ist ja klar. Ja, schade. Muss ich ihn tatsächlich noch ein bisschen für die Kamera halten. So sieht der gute kleine T-Rex aus dem Badeei aus. Ist eigentlich eine nette Figur, aber wenn sie größer wäre, wäre es besser. Wirklich, wäre besser. Liebe Hersteller, so kleine Dinger, das haut keinen weg. Und dann halt auch noch verpackt in dem Ei. Klaro, dass die noch kleiner werden als gedacht. Pass mal auf, wir haben hier, nur damit ihr mal eine Vorstellung kriegt, gerade mal eine Größe von ein bisschen über 2 cm in der Breite. So, ne? So 2,3 cm oder so ist das. Mehr ist es nicht in der Höhe. Ein Beinchen gemessen bis zum Kopf auch so 2,2, 2,3 cm. Also wirklich winzigst dieser kleine T-Rex im Gegensatz zum Ei. Hätte ich jetzt direkt neben das Ei stellen sollen, aber ich habe keins mehr, dass ihr mal einen schönen Größenvergleich habt. Also das Ei hat in etwa so die Ausmaße, ja, von Fingerkuppe zu Fingerkuppe und hier halt der T-Rex dagegen. Also das ist schon sehr, sehr, sehr klein. Ja, dann lasst uns gleich hier nochmal reinschauen. Hier haben wir garantiert denselben drin, oder? Ja, ja, ja. Oder? Nee. Doch, 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 doch. Ist genau der gleiche. Also zwei T-Rexe. Schade, hätte euch gerne noch eine andere Figur gezeigt. Ne? Eine von 6 Sammelfiguren, die ihr hier aus diesen Badeeiern rausholen könnt. Ist total goldig, ja, aber auch halt total klein. Also seid nicht enttäuscht, wenn ihr da irgendwie größere Figuren erwartet. Die sind winzigst, die kleinen Dinger. Ne? 2 cm, klaro in Kinderfingern. Klaro in Kinderfinger wirken die auch schon wieder ein bisschen größer, aber extrem, extrem winzig. Gut, ihr Lieben, dann wisst ihr auf jeden Fall, was ihr in diesen Badeeiern finden könnt. Entweder so ein T-Rex oder halt noch 5 andere Dinosaurier. Die Idee finde ich klasse, überhaupt kein Thema. Baden und Spielen, was gibt Schöneres? Die Eier haben alle unterschiedliche, ja, Geschmacksrichtungen, also Duftrichtungen. Kinder wird es bestimmt gefallen. Mir geht es jetzt schon auf den Keks, weil der ganze Raum danach riecht. Ich werde sofort lüften.
Aber ja, kann man auf jeden Fall Spaß mit haben, ne, ihr Lieben? Wir wissen Bescheid, das Geheimnis der Dino-Eier wurde hier gelüftet. Ich bedanke mich bei euch fürs Reinschauen und sage ciao, tschüsschen, winke, winke. Bis zum nächsten Video, euer Rupi. Yay!